Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, nämlich das lang erwartete How-to-Electrotide-Video, würde ich das mal kurz nennen. Und was wir heute machen werden, ist ganz folgendes. Ich werde euch das ganze Electrotide-Grinsbums-Kram mit der Technik erklären und sagen, wir legen sofort los. Und ich habe mir schon mal das kleines hier ein bisschen aufgebaut, ihr seht schon. Wie gesagt, wir werden alles hier zeigen, was es so gibt, wie das funktioniert. Ich glaube, jetzt muss ich nicht den Ofen erklären, dass, wie man daraus Strom generiert. Da muss man nur Kohle reinpacken, das ist, glaube ich, einfach. Aber ich würde sagen, wir fangen mit dem Einfachsten an. Und das Einfachste wäre jetzt hier der Button und der Switch, also der Hebel und der Knopf. Und wie es funktioniert, ist ganz einfach, wie gesagt. Wenn ich hier den Hebel drücke, geht jetzt hier Strom durch. Der geht dann hier durch. Und dann, wenn ich hier drücke, geht Strom durch. Also, es ist ganz einfach. Also, wie ich hier jetzt hier Hebel aus, geht hier kein Strom. Das sehen wir an diesem roten Knopf hier oder diesem roten Signal. Mache ich Strom an, ist Strom drin. Das gleiche auch hier, nur für eine kurzfristige Zeit und nicht durchgehend aktiv. Ja. Also wie gesagt, ganz einfacher Kram. Das ist jetzt, glaube ich, nichts Großartiges, was ich euch jetzt nochmal im Detail genau erklären sollte oder müsste. Und jetzt kommen wir zum Splitter und Combiner. Und ich habe mal als Beispiel hier zwei Quellen aufgebaut. Und wir sehen jetzt hier, hier geht eine Quelle rein und hier geht eine Quelle rein. So, die erste, wie gesagt, ist insgesamt 23 Power. Das kommt wieder vom normalen rein. Und dann haben wir nochmal hier, das ist auch 23 Power. So, das Ding ist, ich habe jetzt hier ein bisschen rumgefuscht und wir haben jetzt zum Beispiel hier 60 zu 4. Das heißt, hier geht insgesamt 60% der Power rein, hier geht 40% der Power rein. Das heißt, im Endeffekt, hier kommt 9 Power raus und hier kommt 13 Power raus. Dann, wenn der Splitter das schon gesplittet hat, also auch getrennt hat, geht es dann in den Combiner rein, der das so gesehen das Gegenteil ist vom Splitter, nämlich der alles sich reinzieht. Das heißt, hier kommt die 9 Power rein und von dem anderen im Solarpanel kommt die 24 Power rein, was dann insgesamt ergibt 33 Power. Aber momentan gibt es noch keine richtige Spannung in dem Game. Also das heißt, dass da nicht so ein, dass man keinen Repeater oder sowas braucht. Vielleicht kommt es ja noch, aber wir haben es schon mal und so funktioniert es. Eigentlich auch ganz simpel und einfach. So, jetzt kommen wir hier zum, ja, bisschen komplizierteren Stuff. Und ihr seht schon, es ist schon ein bisschen sehr, sehr krass hier aufgebaut. Nämlich sind die Gates. So, ich nehme mal kurz. Wir nehmen jetzt mal kurz hier das OR, das XOR und das AND-Gate. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem Einfachsten. Das wäre das OR-Gate. Und das OR-Gate funktioniert ganz, ganz einfach. Wir können auch mal kurz hier alles schnell kurz verbinden. Nämlich, man muss das vorstellen, das OR so gesehen, wenn wäre. Das heißt, wenn dieser Switch angeht, dann ist da Strom drauf. Wenn dieser Switch dran angeht, dann ist da Strom drauf. Wenn beide angehen, ist es egal, weil es ist immer noch die gleiche Power, die halt reinkommt, ne? Das heißt, OR müsst ihr euch vorstellen, wenn das und das an wäre. So könnt ihr euch ungefähr eine Eselsbrücke bauen. Das ist ganz einfach zu merken. Das heißt, wie gesagt, wenn der an ist, geht das an. Wenn der an ist, geht das an. Also wie gesagt, es kommt nur darauf an, wo das ist. Das wäre zum Beispiel ganz cool gemacht, wenn man jetzt hier einen Knopf hat und man will, oder einen Schalter, und man will das Licht im Haus anmachen und man ist hier oben und man will hier das Licht anmachen, dann hat man das so gesehen steuerbar von da aus, ja, möglich. Aber wenn wir natürlich haben wir jetzt das Problem, dass wir oben und unten das Licht anhaben und wir kriegen es nicht aus. Und da kommt dann das XOR-Gate ins Spiel. Oder das heißt das Endgate, hupsala. Oder das XOR-Gate ins jetzt haben. Da ist es. Das heißt, es ist jetzt drüben gecrossed. Also durch X würde ich das sagen, ist gecrossed. Und wenn. Das heißt, gleiche Spielchen wieder. Wir verbinden mal kurz beide. Zack, zack, zack. Und wenn das an ist, dann geht das Licht an. Aber wenn der andere an ist, dann geht es wieder aus. Das heißt, wir müssen rein logischerweise das irgendwie anders haben, dass es halt, ne, dass der dann sich selbst ausschaltet irgendwie. Aber ihr versteht, was ich meine. Das halt dann, das müsste mit einem Switch eigentlich am besten gehen. Dann. Aber wenn das an ist, also wenn hier Strom ist und du nochmal Strom hinzufügen willst, geht es aus, weil es halt nicht funktioniert. Aber wenn hier wieder Strom aus ist und hier noch an ist, dann geht es wieder an. Das ist, wie gesagt, dieses Lichtschalterprinzip, würde ich dazu sagen. Das ist das XOR-Gate. Das heißt, wenn eine Quelle an ist und noch eine Quelle sich zuschaltet, geht hier die Quelle aus. Aber wenn die Quelle hier nur anläuft und es gibt nur eine Quelle, die reinläuft, geht auch die Quelle an. Laufen aber zwei Quellen in einen Input, dann gehen diese zwei Quellen oder diese eine Hauptquelle aus und die zwei Quellen, ja, halten sich gedrückt oder aneinander. Die halten sich, die stauen sich. Genau. Und dann hätten wir noch zuletzt das AND-Gate, genau das hier, das wir gerade auswählen rausgeholt haben. Das können wir auch mal kurz schnell verknüpfen. Und wie das funktioniert, ist ganz einfach. Nämlich als Beispiel, wir hätten jetzt Pistons im Game. Also halt so Hydraulikteile, die eine Tür aufmachen können. Oder wir hätten Türen, die an sich über Strom laufen könnten. Dann müsste man zum Beispiel, können wir uns einen Labyrinth bauen. Und mit diesem Labyrinth müssen wir verschiedene Schalter finden. Und wenn wir alle Schalter aktiviert haben, dann können wir die Tür öffnen. Das heißt, wir müssen den Switch als Beispiel anmachen und müssen noch einen Switch finden. Und bumm, die Tür wird rein logischerweise angehen. Und ja, also ein Endgate ist halt ein
ein Portal, das mehrere Inputs braucht, dass der Output damit befeuert werden kann. Also fast genau wie der Splitter. Wenn der Splitter zu wenig Strom hätte, dann würde auf einer Ebene nichts mehr funktionieren. Das heißt, Endgate braucht halt zwei Inputs, dass sie angehen. Ich hoffe, ich habe das nicht zu kompliziert beschrieben. Ich hoffe, das war andersweise schon mal gut beschrieben, weil das ist eins der, sagen wir mal, kompliziertesten Sachen, die es so gibt. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Nämlich, jetzt sind wir beim Timer. Ja gut, der Timer erklärt es von selbst. Wir können nichts großartig einstellen, was ein bisschen schade ist, weil das hätte ich gerne gehabt. Vielleicht kommt es dann noch. Wäre cool. Und wir sehen schon, was der Timer macht. Wenn eine Stromquelle aktiv ist, dann wird er jede, ich glaube, 2 Sekunden, 1, 2, jede zweite Sekunde das Signal aus, bringen. Aber um dieses Signal noch ein bisschen zu verzögern, da gibt es eine Methode. Problem ist an dieser Methode, man muss es andauernd wieder neu setupen. Ja, das ist ein bisschen doof. So, das heißt, wir müssen aber hier, jetzt ist Input drin. Jede zweite Sekunde wird das jetzt ausgelöst. Wenn wir jetzt aber alles sofort dumm zusammen machen, dann ist hier kein Delay drin. Das heißt, der wird genau mit 2 Sekunden arbeiten wie davor. Das heißt, wir müssen aufpassen. Wenn hier aus ist, dann müssen wir Folgendes machen. Wir nehmen schon mal den hier und dann warten wir jetzt. Also warten. 1, 2, pupp, drin. Also wir sehen schon, hier ist ein leichter Delay drin. Ich glaube, das müssen wir damit noch ein bisschen mehr machen, genau. So, jetzt müssen wir warten bis 1, 2, also wir müssen warten, bis der aus ist natürlich. 1, 2, ihr seht schon, jetzt ist nur eine Sekunde. 1, ihr seht schon, nur eine Sekunde ist auch mal drin. Das heißt, wenn wir nochmal einen draufpacken, dann haben wir hier 1, oder 1, 2, und das geht sofort durch. Also, ihr seht schon, es ist noch schneller. Wir können mal kurz gucken. Also, was heißt noch schneller? Es kommt halt schneller rüber, weil wir halt hier die Timer ein bisschen verzögert haben. Man kann das, wie gesagt, muss man ein bisschen rumtricksen, dass das genau verzögert funktioniert. Aber wenn ihr die Island wieder neu ladet, ist das wieder alles auf ein Standard-Level. Ich habe das mal da im Livestream mal ausprobiert, da unten. Da hat es aber funktioniert, dass ich gleich einen Delay reingebracht habe. Vielleicht sind auch 3 zu viel schon, dass wir nur noch 2 nehmen können. Wir können nochmal kurz hier 2 nehmen. So, jetzt also gucken mal. Man sieht schon, er geht schneller aus. Er geht wesentlich schneller aus. Wir haben jetzt nur 1 Sekunde an Zeit, die hier ausgeht. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel den hier wieder cutten, so, und den sofort dran binden. Das war jetzt nicht der, den ich haben wollte. Den hier wollen wir. Zack. Mann. Wir bauen mal kurz einen ab. Das ist dann einfacher. So. Zack, zack, zack. Dann sehen wir jetzt. Warten wir noch einmal. Wir sehen schon, er braucht ein bisschen länger, dass er ausgeht. Also mit Timern kann man schon was machen, ihr habt gesehen. Zum Beispiel in meinem Fall, weil es jetzt schneller ausgeht. Aber es gibt hier keine Einstellung dafür. Das wird natürlich wesentlich vereinfachen. Und dann kommen wir noch zum letzten, aber besten. Nämlich, wenn ihr keine Lust habt, dass euer Drill als Beispiel durchgehend läuft, dann könnt ihr Folgendes machen. Nämlich, ihr habt hier einen Totem-Disabler. Und ich habe jetzt diesen mal ausgestellt und... Wir hören es gerade, jetzt ist sie wieder an. Das heißt, in einer bestimmten Reichweite, ich weiß nicht mehr, was das war, ich glaube 25 Blocks oder 15 Blocks, wird dieser Totem-Disabler alles disablen an Totems, die sich rumherum befinden. Das heißt, warte mal kurz, gleich müsst ihr nochmal ein Totem oder einen Coal-Block spawnen. Da haben wir es gesehen. Und wenn wir jetzt den Switch anschalten, dann wird gleich diese Maschine leer laufen. Das heißt, wir nehmen mal kurz hier auch nochmal die Kohle raus. Dass es nicht so lange dauert, aber ihr habt ja natürlich jetzt 2 reingeworfen. Und wir werden gleich sehen, diese Maschine wird gleich, wenn sie komplett leer gelaufen ist, komplett ausfallen. Aber im Regelfall wäre der Totem natürlich schneller, bevor diese Maschine ausfällt. Und deswegen wird jetzt das Folgende passieren, dass diese Maschine ausfällt. Das heißt, wenn ihr euer Totem ein bisschen mal regulieren wollt, dass diese Farbe nicht funktioniert und die andere Farbe nicht funktioniert, dann lohnt sich auf jeden Fall die Totem-Disabler. Und ja, das ist gerade ausgegangen. Und wir sehen jetzt, jetzt müsste eigentlich die Animation auch aufhören zu laufen. Tut sie aber anscheinend nicht. Aber ihr habt gesehen, diese Maschine hier ist jetzt komplett leer gelaufen. Da wird jetzt nichts mehr an Totems, an Copper rausgedrillt, auch wenn die Animation anscheinend stecken geblieben ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Nämlich, solange das Teil an ist, wird hier nichts passieren. Ich kann nochmal wieder ausschalten. Dann müsst ihr jetzt in den nächsten paar Sekunden ein neues Coal spawnen. Da ist schon. Und die Maschine ist wieder an und nervt uns damit mit lauten Geräuschen. Wie gesagt, natürlich hier der Split-Conveyor und den Conveyor-Sensor muss ich jetzt nicht großartig erklären. Oder auch zum Beispiel die Firework-Launcher. Wenn da ein Input ist im Firework-Launcher, dann launcht das Firework. Wenn hier ein Input ist, dann dreht halt in die andere Richtung. Und wenn hier was durchkommt an Items, wird ein Signal ausgestoßen. Ist an sich doch ganz einfach erklärt. Aber jetzt habe ich noch eine kleine Nebenkategorie, die jetzt nichts, also doch schon was mit den Sachen zu tun hat. Aber wir haben jetzt noch eins, das ich noch zeigen kann. Nämlich das Wire Tool und die Energie Source. Nämlich, ich habe ja eigentlich gesagt, wir hatten noch, wir brauchten so einen Repeater, aber
Ich habe gerade noch ein bisschen rumexperimentiert und ich habe herausgefunden, man kann doch Strom verlieren. Das heißt, man braucht wesentlich mehr Spannung. Und wir demonstrieren das jetzt mal kurz in einer Art von vielen Lichtern platzieren. Ich glaube, das müsste reichen, circa. Und wir nehmen jetzt dafür jetzt mal einen Core-Generator, weil der natürlich weniger Strom produziert. Und wir nehmen jetzt mal diesen Core-Generator hier, so. Und verbinden ihn mal kurz jetzt hier mit dem Licht. So, also, wie funktioniert das folgendermaßen? Wir haben jetzt hier, wenn wir kurz hier ein bisschen viel Kohle reinschmeißen, so, das müsste reichen, bis wir dann fertig sind. Ja, das reichen. Haben jetzt hier diesen Kohleofen. Und momentan haben wir hier insgesamt 40 Power. Wenn ich jetzt aber jetzt weitergehe zum nächsten, dann verlieren wir eine Power. Das heißt, wenn wir damit ein bisschen rumexperimentieren und das ganz heftig übertreiben, wie das hier, zack, und dann jetzt hier hoch, dann sind wir schon hier bei nur 30 Power. Und wir waren hier am Anfang gerade bei 40. Jetzt haben wir jetzt insgesamt mit 10 Blöcken schon, oder ja, doch, mit 10 Blöcken haben wir schon insgesamt 10 Power verheizt. Das heißt, wir machen nochmal weiter. Nächsten. Hoppala. Oder ist das jetzt hier verbunden? Ah, da, okay. Ja, sieht man gerade ein bisschen schwer. So, dann heißt der nächste hier, der nächste hier, der nächste hier, der nächste hier. Aber ich hab den noch vergessen hier zu connecten. Okay, ich muss das einfach kurz mal noch neu bauen, weil da ein bisschen was, ja, ein bisschen Kacke gemacht habe. So, aber jetzt sehen wir, jetzt geht die Source hier weiter. So, 26, jetzt haben wir noch 25. Das heißt, wir müssen ein bisschen damit rumexperimentieren. Das heißt, der geht hier hoch. Nächster, 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 nächster. Also, ein Ofen hat schon viel Energie. Das kann man weniger abschreiten. Also, wenn man wirklich was Dickes gebaut hat, dann sehen wir auf jeden Fall, wird es ausreichen an Strom. So, jetzt gehen wir aber langsam alle. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Und jetzt müsste eigentlich die hier nicht mehr befeuern können. Genau. Und wir sehen hier, hier geht es gerade hoch. Und ab dem Block kann man keinen einzigen Strom mehr weiterführen. Das heißt, der Strom ist so gesehen komplett erschöpft, ist am Ende. Und ich glaube, wir haben aber, glaube ich, so viel Kohle, dass der, glaube ich, so viel Energie in sich hat, dass er da, er müsste eigentlich noch weniger haben. 40 ist ein bisschen viel. Wenn wir denken, dass die, hier die Solarpanels eigentlich auch nur 21 sogar haben. Das heißt, wenn der jetzt hier eigentlich gleich leer laufen müsste, müssten sich vereinzelt die Lichter gleich verabschieden. Aber wir gucken uns das jetzt mal kurz an. Vielleicht wird es jetzt gleich in den nächsten paar Sekunden passieren. Aber dass ein Ofen 40 Input hat, das müsste mir neu sein. Weil ich kann mich erinnern, der wäre eigentlich schwächer gewesen als die Solarpanels. So, jetzt läuft der Ofen gleich aus. Und zack, alles ist aus. Wir können mal kurz eine Kohle reinpacken, dann sehen wir, ist alles an. Muss anscheinend geändert sein, weil ich kann mich eigentlich erinnern, der hatte eigentlich nur 10 Power früher. Dass der jetzt stärker ist, immer noch, also dass er wirklich stärker ist als das mit Solarpin. Wir können mal kurz einen Solarpin auch neben dran stecken. Dann sehen wir vielleicht ja den Unterschied. Solar, na, so, da haben wir es. Ein Solarpanel. Mit natürlich einem Splitter können wir das nochmal genauer verfeinern, aber wir sehen auch hier mit dem Solarpanel macht es deutlich mehr Sinn zu zeigen, zu demonstrieren. Das Solarpanel kann zum Beispiel weniger Energie freigeben als zum Beispiel ein Ofen, was anscheinend neu ist, weil der Ofen sonst schwächer war, aber okay. Ja, wir sehen jetzt hier, wir haben jetzt hier ein bisschen weniger Strom. Und ich kann auch noch kurz noch einen Splitter zeigen. Haben wir auch die Sache komplett durch. Das heißt, wir nehmen hier einen Splitter, packen den so dran. Das heißt, wir verknüpfen den Splitter hiermit und den dann hiermit. So. Und jetzt haben wir hier einen Ausgang von 12, weil wir natürlich weniger, weil wir 50-50 haben. Das heißt, wenn ich hier 40, 30, 20, wir sehen es schon gerade im Hintergrund, weil die können so laufen, oder? So ist perfekt. Wenn ich hier erhöhe, geht da natürlich viel mehr Strom durch, bis zum Limit, was natürlich unser Solarpanel geben kann. Aber wir sehen hier, so funktioniert der Splitter. Also der Splitter hat schon eine Funktion, aber momentan schätzt man nur für Licht, was mir einfallen würde jetzt auf den ersten Hinblick. Und ja, ich glaube, das ist ganz einfach erklärt.
Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wie man mit Electric-Tide-Sachen umgeht und sonstiges, dann zeigt einfach mit einem Daumen nach oben, wenn ihr richtige Ehrenmänner seid oder Ehrenfrauen, dann einfach mit einem Abo da. Vergisst nicht auf jeden Fall die Glocke zu aktivieren, dass ihr keinen weiteren Videos von mir oder Livestreams oder was auch immer verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao!